bin in der Kindheit auf einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Da ging man morgens um 4 Uhr aufs Feld. Ich habe also gelernt, praktisch zu arbeiten. Und Lehrer macht mir unheimlich viel Spaß. Ich mache es wirklich gerne. Und ich habe aber gespürt, dass es nur Lehrer sein für mich zu wenig ist, weil ich immer schon mehrere Dinge parallel gemacht habe. Was macht mich aus? Ja, dass ich vor keinem Problem Angst habe, sondern immer sage, okay, können wir lösen. Und da kann ich ziemlich stur und beharrlich sein. Diese Herausforderung wird ständig zunehmen, weil immer mehr kleine Läden schließen und immer neue Quadratmeter Fläche außerhalb der Ortsmitten entstehen. Die ziehen dann natürlich die Orte leer. Man trifft sich nicht mehr, man kommt nicht mehr miteinander in Kontakt und man muss eben mit dem Auto samstags morgens rausfahren. Als letztes bleibt vielleicht der Bäcker oder die Sparkasse und irgendwann schließen die auch, wir bei uns auch. Das ist die Abwärtsspirale. Wir haben jedenfalls festgestellt, dass wir hier zuletzt nichts mehr hatten, keine Versorgung. Und haben wir geguckt, was können wir denn jetzt tun? Die Lebensqualität im Ort erhalten oder besser noch steigern. Das ist eigentlich Sinn und Zweck der Dorfzentren. Und da sind wir in den 10 Jahren, die wir das jetzt machen, wirklich ein ganzes Stück vorangekommen. Denn ich weiß damals, als ich gesagt habe, auf der einen Seite der Ladentheke kriegen Sie Ihr frisches Sonntagsschnitzel und von der gleichen Verkäuferin auf der anderen Seite Ihre Kfz-Nummernschilder. Hat man mich ausgelacht. Heute ist das Alltag und es funktioniert. Man braucht also Dienstleistungen aller möglichen Art, von der Zeitungsannonce bis zur Führerscheinzulassung, Reinigung, Altenhilfe. Wir haben den Arzt hierher geholt, sodass man da die Aufwärtsspirale wieder sieht. Und wir haben mehr Versorgung, als wir früher jemals hatten. Das ist eben das Neue am Dorfzentrum, diese multidimensionale Ausrichtung von Nahversorgung. Und das mit den Bürgern gemeinsam, selbstbestimmt. Das heißt, man braucht in einem Dorf immer eine aktive Bürgergruppe oder auch eine aktive Gemeindeverwaltung. Und dann kommen wir, machen eine Basisanalyse und begleiten dann diese Bürgerschaft oder diese Gemeinde auf den Weg, ein solches Zentrum für sich individuell auf ihre Wünsche zugeschnitten umzusetzen. Dorf ist ja ein Prozess, das ist ja nicht damit zu Ende, dass wir es jetzt einmal hier haben. Mittlerweile haben wir sogar 6 in Deutschland und 1 in Österreich. Es wäre schön, wenn wirklich 100, 200 oder wie viel auch immer neue Dorfzentren oder noch mehr entstanden sind. Was ich hoffe und was ich auch glaube. Und dazu gehört vielleicht auch einfach mehr Verständnis dafür zu entwickeln, dass diese Idee eine ist, die unsere Gesellschaft langfristig nach vorne bringt. Wir haben auf der einen Seite die Globalisierung, die man nicht verteufeln muss, ne? Aber man muss mit der Globalisierung leben und deswegen braucht man Nähe. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Und letztendlich werden wir nicht alle älteren Mitbürger in Altenheime stecken können. Das können wir auch gar nicht finanzieren. Und die jungen Bürger hier zu halten, ist natürlich insofern wichtig, als sie erstens Kaufkraftpotenzial bringen, aber dann auch hier leben können und damit den sozialen Profit wieder mehr in den Mittelpunkt rücken.